Selbst im Studio sagen die, warum sagst du, mach Mut, ich gebe die Hälfte an dich ab. Sag ich, ja, weil das mein Freund ist, das ist authentisch. Nee, hast du keinen deutschen Freund? Aber ich sag, nein, das bin ich. Komplett tätowiert, kaputter Typ, äußerlich, geht mit einer süßen deutschen Omi einkaufen, weil sie Hilfe braucht. Der Mensch gewöhnt sich, dass es normal ist, dass man mit mir so umgeht. Dass es normal ist, dass man meinen Kopf in die Toilette steckt. Brokkoli und Wasser. Vergiss mal Datteln, das neue islamische Programm. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Bees Kitchen, Deutschlands breiteste Küche und heute mit dabei Massiv. Eine Ehre, mein Bruder. Es ist mir eine Ehre, wirklich. Ich bin mit deiner Musik auch, die hat mich eine Zeit lang geprägt, ja, während ich so groß geworden bin. Das sieht man an seinem Körper, dass ich dich geprägt hat. Mashallah. Und umso mehr freut es mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen und auch persönlich kennenzulernen. Wow, also ich habe dich schon einige Zeit auf dem Radar, guck mir das auch sehr gerne an und es ist was Außergewöhnliches. Danke. Es ist nicht selbstverständlich, heute hier zu sein, weil erstens habe ich mich eigentlich dagegen gestreut, hier zu backen, zu kochen, zu grillen. Ach. Ich kann nichts, Bruder. Ich kann nur essen. Aber das Einzige, was ich kann, ist, das eventuell in den Beefer reinzulegen. Ich denke, du kannst auch ein bisschen mehr. Es ist abenteuerbelastet heute. Bei mir hier in der Küche heißt das, Kochen ist das neue Feiern. Okay, das nehme ich heute an. Das nimmst du an. Und die Herausforderung nehmen wir an. Für die Leute, die Massiv nicht kennen, Massiv ist schon seit langem in Deutschrap-Musik tätig. Yes. Seit kurzem auch Schauspieler. Und jetzt demnächst auch Restaurantbesitzer. Ja, kann man das Restaurant nennen? Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Okay, alles klar. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde vorschlagen, wir erzählen den Leuten erstmal, was es heute gibt. Es ist ja schwer und ganz schwer nicht zu. Also, man kann es einfach direkt erkennen. Das ist ein mega dickes, saftiges Tomahawk Steak. Auch von natürlich von meinem lieben Freund Josef Biofleisch. Ja, und Grüße gehen raus natürlich an Josef. Halal. Halal, genau. Ganz wichtig, Halal. Und ich habe mir gedacht, wir machen ein bisschen Pfannengemüse dazu. Super. Ja. Sieht super aus. Alles schön bildlich dargestellt. Wunderbar. Also fast wie in einem Disney-Movie gerade. Also Avengers. <Yeah. lacht> Also Tomahawk Steak passt auch ganz schwer in der Pfanne. Deswegen habe ich heute meinen besten Mitbewohner mitgebracht. Und zwar den Otto Wildegrill. Der bei mir zu Hause ist wirklich eins meiner besten Mitbewohner. Ist wirklich ein grandioses Gerät. Ich habe es auch gerade gesehen. Ich habe so ein bisschen die kleine Variation. Wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wow, der Lambo unter diesen Grillrobotern. Sehr gut gesagt, der Lambo unter den Beefern. Ja, unter den Beefern, genau. Ich würde vorschlagen, bisschen Gemüse klein schneiden. Fangen wir damit an. Ich mache alles, was du sagst. Okay. Ich mache alles, was du willst, bis zu einer gewissen Grenze. Guck mal, die Zwiebel schneide ich heute, weil die Leute lachen immer oder die schreiben immer in den Kommentaren rein, der Charo lässt nicht mal die Gäste die Zwiebel schneiden. Ich schneide heute die Zwiebel, du übernimmst Brokkoli, Paprika und Zucchini. Okay. Okay. Die Zwiebel habe ich das letzte Mal in der Hand gehabt bei 4 Blocks, wo ich unbedingt weinen musste. Ja. Nee, Spaß. Ich habe wirklich auf Knopfdruck geweint. Also ich habe mir das angeguckt. Kannst du das? Wow. Wow, Respekt. Warte. Das muss ein Schauspieler können, oder? Das sollte ein Schauspieler können. Also jeder, der bei GZSZ mitspielt, muss auf jeden Fall bei Knopfdruck weinen. Ich und wenn die das können, dann können wir es schon besser, Bruder. Absolut. Ich sehe es in dein Herz. Wahnsinn. Einmal bitte den Brokkoli klein schneiden. Einmal die einfach Brokkoli klein schneiden. Vom Strom trennen. Hier auf der Platte. Genau, genau. Ist einfach ganz easy. Muss nur hier einfach so die Röschen ein bisschen trennen. Hier auf dem Teller drauf. Und okay, dann können wir das Fleisch in die Pfanne rein. Und dann würde ich auch vorschlagen, während du am Schnibbeln bist, kommen wir zu der ersten Frage. Ja, Bruder. Deutschrap, mittlerweile Schauspieler und Gastronom habe ich ja gerade kurz erwähnt. Ja. Du bist aber nicht direkt in Berlin groß geworden, sondern in. Ich bin in Pirmasens geboren, an der Grenze zu Frankreich. Yes. An der Grenze zu Frankreich. Yes. Hast du da ein bisschen französische Kultur mitbekommen? Das erste Dorf, was am Grenzgebiet war, hieß wirklich, also jetzt ohne Scheiß, hieß Bitch. Nah. Ich will. Hieß einfach Bitch. Und da sind wir nur hingefahren, um Mengas zu kaufen. Diese marokkanische oder algerische Blutwurst. Diese Schafe, ja? Merges. Merges, Mengas, was weiß ich, wie die heißt. Auf jeden Fall war sie sehr, sehr lecker. Mhm. Und die gab es nur in der Bitch zu kaufen. Ja, genau. Die gab es nur in Bitch zu kaufen. Und dafür sind wir, und dafür sind wir wirklich 20 Kilometer gefahren. Yeah. Und bei uns in Pirmasens war es eher Ami-lastig. Also wir haben eine Airbase gehabt mit 30.000 Amis stationiert. Ja. Und die hat auch davon gelebt, von diesem Lifestyle und von diesem ganzen Drumherum. Mhm.
Krass. Und ist nichts ein bisschen Französisches oder hast du vielleicht was Französisches so übernommen, vielleicht in Richtung Musik? Natürlich, also ich bin manchmal nach Straßburg gefahren, um so fertig, so. Brokkoli, ready. Paprika. Ich bin manchmal nach Straßburg gefahren und habe dort so ein bisschen die Kultur mitbekommen. Ja, darf ich einen nutzen? Ein Trick 17? Ja, Trick 17. Zeig mir Trick 17. Trick 17, oder? Kannst du direkt zu Hause auch nochmal anwenden. Okay. Einfach hier noch ein bisschen ranritzen, komplett durch, runter. Zeig. Zeig. Und dann können wir das hier wunderbar lösen. Wow. Ab und in Streifen, wa? Genau, bitte. Ab und an nach Straßburg gefahren, dort Kleider einkaufen, so ein bisschen den französischen Lifestyle genießen, einen schönen Croissant essen. Und da hat man halt sehr schnell durch Radioempfang und so auch in Pirmasens französischen Hip-Hop gepumpt. Mhm. Damals Lacrim, Boba schon, das und das. Damals und, schon Boba? Ja, ja. Wie alt warst du da? Also ich muss sagen, mit 14, 15 bin ich auf den Trichter gekommen, Tupac, voll der Film. Ja. Das hat sich auch gezogen, bis heute. Aber in dieser Zwischenzeit kam dann natürlich alles dazu. Man hat ja wirklich angefangen, sich für Ami-Mucke zu interessieren. Ja. Und, aber Einflüsse aus Frankreich kamen immer wieder dazu, weil es sind unsere Nachbarn und ich war genau an der Grenze. Ja. Wen hast du so gepumpt von der Ami-Mucke, wenn ich fragen darf? Tupac hast du gerade schon erwähnt. Tupac, ganz klar. Tupac, Snoop, Dre, Eminem danach. So halt alles, was so in diese Richtung ging, Death Row-mäßig. Ja. So. Und dann kam so die No-Limit-Zeit, wo wir angefangen haben, die CDs zu sammeln und so, weißt du? No-Limit? No-Limit. Eigentlich so richtige Sell-Out-Mucke, wo jeden Tag drei neue CDs rauskamen von dem Haus von Master P und so. Ja. Genau, da war dann auch Snoop kurz unter Vertrag. Und ja, da gab es noch Cash Money Records. Oh. So mit Juvenile, Lil Wayne, das. Cash so. Money Records. Ja, und dann gab es eine Riesenwelle auch bei den Amis, Lil Jon und die Eastside Boys. Elephant Man. Ja, da habe ich zum ersten Mal eine richtige Hantel in die Hand genommen bei dieser Mucke. Eastside Boys. Ja, Lil Jon geht richtig ab. Mit diesen Ausdrücken, hymnenmäßig so. Da wurdest du auch getrieben. Also anstatt 100 Kilo habe ich dann 110 gedrückt. Stark. Und das hat mich natürlich auch beeindruckt, diese Power in der Mucke. Glaube ich, man merkt auch die Power, deine Energie spüre ich wirklich. Also ich weiß nicht, wie die Leute das spüren, also wirklich massiv. Wo ich den gerade schon abgeholt habe am Hotel, wie du rauskamst, deine Aura und deine Erscheinung ist brutal, Bruder. Mashallah, wirklich brutal. Ehrlich, ohne Scheiß. Ganz. Also sehe ich auch so bei dir, Bruderherz. Ich habe dich aber gewarnt, wo ich im Auto saß, habe ich direkt gesagt, Bruder, ich hoffe, ich strecke dich nicht ab, ich bin hyperaktiv. Ja, aber unabhängig jetzt von deinem Hyperaktiv, deine Aura ist brutal. Nein, sieht gut aus. Nein, lass mal so. Okay, alles klar, Bruder. Lass mal so. Aura ist brutal, das hat auf jeden Fall was zu bedeuten heutzutage, Bruder. Also es ist sehr, sehr schwer, Menschen zu treffen, wo die noch was mitgeben können. Weißt du so, also nur Aura, damit kann man sich nichts kaufen. Ich glaube, was aus dem Mund kommt, ist, glaube ich, das komplettere Paket. Absolut. Und deswegen, dein Erscheinungsbild, was man so sieht, was man so hört, top. Danke dir, mein Bruder. Sehr gut. Das ehrt mich sehr. Gemüse hast du wunderbar geschnitten. Ich denke, das könntest du auch öfter zu Hause machen. Aber kann ich? Ganz kurz. Wir können direkt zu den klassischen zwei Fragen von Bee's Kitchen kommen. Du schaust ja öfters Bee's Kitchen. Ja. Kennst du die zwei klassischen Fragen? Du hast die Wahl. Zu Hause kochen oder draußen essen? Du hast die Wahl. Eins musst du wählen. Also, ich esse nicht draußen. Du kochst zu Hause? Also, nein, ich koche nicht. Also, meine Frau kocht. Aber ich sage nicht zu ihr, sie soll kochen. Also, ich esse alles, was sie macht. Mhm. So. Aber wenn ich zum Beispiel, also, ich bin einfach so, wenn ich jetzt ein Brot schmieren muss, dann vergeht mir die Lust, dieses Brot zu essen, während ich es schmiere. Deswegen bin ich auch ready zu verhungern. Nein, Habibi. Also, ich schwöre, also, ich greife wirklich zu nichts. Ja? Ja. Also ich bin wirklich einer so... Kein Spiegelei, nicht ein bisschen Spaghetti, Ketchup. Also ich komme auch nicht dazu, weil ich nicht diese Überwindung habe, jetzt mir einen Kittel anzuziehen, die Pfanne zu nehmen und loszuschneiden und etwas anzurichten. Deswegen habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, so einen kleineren Beefgrill zu holen und manchmal einfach ein Steak, 2 Minuten auf jeder Seite rauszuholen und direkt zu essen, dass ich so ein bisschen meine Frau entlaste. Ja. Aber das ist der Höhepunkt meiner Karriere in der Küche. Okay, dann hoffe ich mal, inshallah, dass du nach dem Bee's Kitchen noch heute als Pro nach Hause gehst und vielleicht mal für deine Dame zu Hause was Geiles zauberst. Sehr gerne. Inshallah. Ausbildung pur. Was soll ich schneiden, oder? Nein, wir kommen jetzt erstmal zur zweiten Folge. Was ist dein Lieblingsessen? Das ist eine schwere Frage. Essen ist an sich eine schöne Sache. Du bist ein Feinschmecker, ich merke das schon.
Essen ist an sich wirklich eine schöne Sache und es ist so vielfältig. Man weiß gar nicht, was Süßes oder normales Essen. Mhm. Was sagst du? Du sagst mir, was dein Lieblingsessen ist. Wirklich? Kein Dessert, keine Vorspeise, dein Lieblingsessen. Mein absolutes Lieblingsessen ist eine Pfanne zu nehmen. Ja. Spaghetti reinzumachen mit Hackfleisch und Tomatensauce und die verbrennen zu lassen. Wie? Ich schwöre dir auf alles. Verbrannte Spaghetti. Ehrlich? Richtig hart schwarz. Der Deckel muss schwarz sein und die rührst du dann. Und dann ist das so ein Crunchy. Du bist voller Überraschung. Ja. Ich sage euch einen Tipp. Nehmt Spaghetti, kocht sie, macht sie in das Blech rein und lasst die obere Schicht komplett schwarz werden. Wenn sie schwarz wird, geht ihr einmal hin und rührt das, macht es nochmal rein, bis die obere Schicht so ein bisschen leicht angeraucht ist. Crunchy. Crunchy und dann holt ihr es raus und ich schwöre dir, ein bisschen Knoblauchsalz drauf oder wie das heißt, ich schwöre dir auf alles, vergisst mal jeden Italiener. Das hört sich sehr krass an. Feierabend. Du solltest auch mal ausprobieren. Verbrannte Spaghetti. Warum haben wir das heute nicht gemacht? weil ich einfach wollte, dass du das größte Stück Steak holst. Da haben wir auch heute hier. Wir haben hier so ein saftiges Stück Tomahawk. Wow. Und könnten das direkt schon reinschieben. Der Otto Wilde Grill. Du hast einen Beefer zu Hause. Du hast aber kein Otto zu Hause. Nein, niemals. Also so ein Lambo habe ich nicht, Bruder. Ich schau mal, was ich tun kann, dass er massiv auch ein Lambo bekommt. Ich bitte dich, mein Bruder. Inshallah. Bismillah. Bismillah. Wow, dieser Anblick, diese Geräusche. Allein der Duft. Dieser Klang, lass mal riechen. Oh, riech mal bitte. Ich muss dazu sagen, ich faste. Und jetzt in einer halben Stunde dürfen wir essen. In 20 Minuten ungefähr. Wir dürfen schon essen. Ja, aber wir ziehen das hier durch für das Programm. Wir ziehen das durch. Für das bekommen wir noch mal eine Ladung Hassana, Bruder. Inshallah. Wie spät haben wir jetzt genau? 8:00. Wir haben jetzt offizielles Fastenbrechen. Wir sind auch schon etwas drüber. 10:00. Habibi, Bismillah. Bismillah, Rahman, Rahim. Anstatt Milch und Datteln gibt's Brokkoli und Wasser. Ich nehme eine Paprika. Mmh. Aber Brokkoli und Wasser. Vergiss mal Datteln. Das neue islamische Programm. Wenn die Leute erstmal fasten, nur so abends so ein Stück Paprika. Ich glaube gar nicht, wie lecker ich schwör, die Paprika. Weißt du, diese Brokkoli schmeckt mal wie Flip. Hast du schon mal Brokkoli so gegessen? Ja klar. Super. Brokkoli, Spargel bei mir immer auf dem Tisch. Mhm. Aber so? So noch nicht, aber guck mal. Bismillah. Super, knackig. Nee, wollen knackig. Knackig auf jeden Fall. Da fehlt auch ein bisschen Zitrone drauf. Mhm. Kann man so essen, Mann. Mashallah. Ja gut. Wir schauen einmal auf den Dienst. Machen das jetzt einmal 3 Minuten von jeder Seite. Und dann geht das noch mal in den Ofen rein für ca. 40 Minuten. Mhm. Also, das ist ja wirklich ein dickes Stück. Und ich würde vorschlagen, schneiden noch einmal schnell die Zucchini. Machst du das? Ich mach das eben schnell. Du bist in Pirmasens aufgewachsen. Hört sich sehr tot an. Die nächste Stadt ist die Bitch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was hast du so gemacht? Also, ich muss was dazu sagen, wo die Amis noch da waren, war Leben in der Stadt und dann wurden die GIs abgezogen. Mhm. Und dann war die Stadt eigentlich sehr, sehr tot. Ist eine Schuhmetropole. Mhm. Salamander, Dogras, Deichmann, alles kommt von dort sozusagen. Ja. Und es war eine tote Stadt. Ich muss überlegen, so meine Kindheit war ja davon geprägt, ich war der einzige Braune in der Klasse. Ja. Der einzige Muslim, der immer so ein bisschen Sonderbehandlung braucht. Und danach dann ins Kloster, als meine Eltern waren früh immer arbeiten. Ich bin nach der Schule dann immer ins Kloster gegangen, wo ich auch... Warum Kloster? Kloster, das war damals das Nadimi-Haus, da hat man Nachhilfe bekommen. Ah, okay. Oder waren halt die Kinder, wo die Eltern zu Hause noch... Freizeitaktivität. Ja, genau. Mhm. Für mich war das keine Freizeitaktivität, für mich war das der Tod. Warum? Ich wurde auseinandergenommen, misshandelt. Wir reden hier von 4 Jahren am Stück. Wirklich nicht gut behandelt, weil ich ein Außenseiter war, weil ich ein brauner Junge war, der aus der muslimischen Welt kommt. Mhm. Und das habe ich sehr früh zu spüren bekommen und da habe ich auch sehr schnell gemerkt und mich auch daran gewöhnt, weil der Mensch gewöhnt sich, dass es normal ist, dass man mit mir so umgeht. Dass es normal ist, dass man meinen Kopf in die Toilette steckt. Dass es normal ist, dass man sein Erbrochenes wieder essen muss vor allen Kindern. Das war so mein Alltag. Ich dachte, ich bin diese Person, wo es normal ist, dass man mit mir so umgeht. Mhm. Ich konnte das auch gar nicht so erklären. Einmal, wo ich es zu Hause versucht habe zu erklären, ist mein Vater mitgegangen.
hat auch nichts verstanden, hat mir vor Schwester Birgit, also die richtige Nonne, vor ihr auch nochmal eine Ohrfeige gegeben. Also, ja, du weißt ja, wie unsere Eltern manchmal sind. So. Das ist hart, Mann. Ja. Das ist meine Kindheit. Danach bin ich so ein bisschen in der Hauptschule so ein bisschen aus mir ausgebrochen. Du hast das, also das, was du erlebt hast, diese negative Erfahrung, hast du auf dem Schulhof weitergegeben. Genau. Ich bin dann ausgebrochen aus mir selbst, habe mich selbst gefunden. Mhm. War auch auf einmal so der coole Junge von nebenan. Mhm. Und dann bin ich so in die Kriminalität rein. Du weißt, überall eingebrochen, überall geklaut. Mhm. Ich habe, glaube ich, bis zu meinem 18. Lebensjahr schon 45 Anzeigen zu Hause liegen gehabt. Mhm. In welchem Alter? Wie alt warst du da ungefähr? Bis ich 18 wurde. Bis du 18 wurdest. Und ja, und danach habe ich dann wieder mich so gefangen, wieder in die Schule gegangen, so ein bisschen mich mehr darum gekümmert. Habe so 5 verschiedene Ausbildungen angefangen. Ich muss einmal noch kurz gucken. Abbruch, Fleisch, brennt. Genau, aber das sieht noch gut aus. 5 verschiedene Ausbildungen hast du angefangen? Kunststoffformtechniker, Verfahrensmechaniker. Aber keine durchgezogen? Nein, Kaminofenbauer. Mhm. Keine durchgezogen, weil ich habe immer so eine Deadline zwischen 2 Wochen und 6 Wochen. Wie zwischen 2 Wochen? Mein Körper, mein Kopf sagt mir, wenn keine Liebe in diesem Detail drinsteckt, wo mich im nächsten Leben weiter begleitet, dann ist für mich hier Abbruch. Und ich habe das immer ganz seriös geklärt. Ich habe gesagt, ey, hier wird wohl nichts. Ich bin für was anderes bestimmt. Ciao. Aber zur damaligen Zeit... Wovon hast du das abhängig gemacht, dass das nichts für dich war? Weil es ist ja eine gewagte Entscheidung in deinem Jugendalter, aber heute merkt man, es war die richtige Entscheidung. Ja, aber... Wovon hast du das abhängig gemacht? Nein, ich sage dir, Bruder, es hat mir einfach nicht Spaß gemacht. Und wenn ich merke, dass ich das nicht bis zur Rente mache, dann lasse ich den Hammer liegen. Okay. Aber dann, weil ich ein bisschen Geld gebraucht habe für Auto, ich habe immer alles, was ich geklaut habe, verkauft und das Geld gespart für ein fettes Auto, für das. Also mir ging es immer gut, weil ich mir ein schönes Leben gemacht habe. Mhm. Also ich habe nie irgendwie rumgejammert oder so. Ich habe mich immer überall durchgekämpft, durchgehasselt. Aber irgendwann habe ich dann eine Arbeitsstelle gefunden, wo ich ein halbes Jahr Vertrag bekommen habe. Das war als Gabelstapler. Mhm. Und das war mein Traumberuf. Da habe ich dann gemerkt, ich bin Meister in meinem eigenen Gebiet. Ich habe eine eigene Halle, ich habe ein eigenes Radio auf dem Gabelstapler. Ich habe einen eigenen Sendeplan. Wann kommt der LKW, wann lade ich ihn aus? Ich schwöre dir, ich habe mich gefühlt wie im Traum. Ich war pünktlich bei der Arbeit. Ich war mein eigener Chef, ich war Boss. Ich habe ein Gefühl gehabt, ich komme nach Hause wie so ein richtiger Mann. Ich habe ein Gefühl gehabt, ich gehe wie so ein richtiger Mann in die Arbeit und ich habe meinen Traum gelebt. Geil. Halbes Jahr lang mit dem Radio gefahren, so links, rechts, manchmal nichts zu tun gehabt, trotzdem rumgefahren. So AMG. Ich schwöre dir, auf einmal, ich dachte, ich bin der vorbildmäßigste Arbeiter auf dem ganzen Platz. Ich habe Leuten aus dem Auto geholfen, reingeholfen. Ich habe auch Sachen auch manchmal so gemacht, die ich nicht machen muss. Auf einmal haben sie mir nicht den Vertrag verlängert. Und dann ist eine Welt zusammengebrochen. Glaube ich. Ich war halt einfach nur so ein eingesetzter Arbeiter für 6 Monate. Ich dachte aber, ich bin der Chef von der ganzen Firma, weil ich habe alles im Griff. Aber die holen sich nach einem halben Jahr dann wieder den Nächsten. Hat er gesagt, ja, dann kommt doch wieder in einem halben Jahr, mein Freund. Hab ich gesagt, ey, ich bin gerade unter Schock, ich muss das erstmal verdauen. Ja. Mir ging es gar nicht ums Geld. Ich habe mein Geld so nebenbei noch gemacht. Mir ging es um dieses Reinkommen in diese Arbeitswelt. Du hast dich erfüllt gefühlt. Genau, ich wichtig. Bin reingekommen in diese Arbeitswelt. Dich hat man da gebraucht, du hast dich da wichtig und am richtigen Platz gefühlt. Das hat dich komplett erfüllt. Genau. Heute kommt ein LKW um 12 Uhr mit Porsche-Rahmen. Bitte ausladen. Alles klar, Chef. Alles perfekt. Und dann bist du rausgeschmissen, dann sitzt du auf einmal zu Hause in deinem Zimmer, alles Tupac-Poster. Wirklich, alles Tupac-Poster. Ich kann dir mal Bilder zeigen, die kannst du dann hier einblenden. Wirklich, alles Tupac-Poster. Postkarten, kein Stück in der Wand war frei. Das war Schock. Komm, das Fleisch geht vor, Bruder. Geschichten sind nebensächlich. Okay. Wir müssen auf das Fleisch achten, meine Freunde. Es muss ein wenig durch sein, aber nicht zu durch. Masha'Allah, guckt euch das mal an. Du musst herkommen mit der Kamera, Bruder, glaubt mir das. Wow, das war Wahnsinn gerade, wa? Hättet ihr das Fleisch gesehen, meine Freunde, würdet ihr sagen, ich fliege jetzt hierher. Du hast die ganze Wand voll mit Tupac-Poster. Voll mit Tupac-Poster. Da war kein Fleck an der Wand frei. Da habe ich mir gesagt, Alter, was soll ich jetzt machen? 5 Ausbildungen hingeschmissen, Gabelstapler, Traumberuf, die wollen mich nicht. Alles klar, was mache ich am liebsten? Musik hören. Jalla, ich werde Rapper. Habe ich mir einen Block genommen und habe gesagt, ich wusste, ich kann nicht rappen. Aber was gibt's noch nicht auf dem Markt? Da habe ich geguckt, es gibt keinen Breiten, es gibt keinen Real Araber. Ganz kurz, wer war zu dem Zeitpunkt schon aktiv im Deutschrap? Azad, Bushido. Ah, krass. Habe ich mir gesagt, was die können, kann ich schon lernen.
Hab natürlich so von jedem so das Gewürz genommen und dann meine eigene Schiene gefahren. Habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich alle Labels anschreiben. Habe ich 106 Labels wirklich mit der Hand einen Brief geschrieben. 106 Labels? 106 Labels, habe ich eine CD. Ich habe eine CD innerhalb von 3 Tagen aufgenommen und einfach so selbst gebrannt und so ein Bild drauf geklickt. Auch so Artwork gemacht und so. Habe ich zu 106 Labels auch EGJ, egal wer, ich habe zu Agro, ich habe zu jedem meine CD geschickt. Auch berühmt, mein Cover und alles damals. Und habe mir gesagt, ey, die CD ist so scheiße, aber die Verpackung ist geil. Und wenn mich nur einer anruft und wenn es sich einer traut, mich anzurufen und einzuladen, ich werde hingehen. Und ich habe mir meine eigene CD angehört und habe gesagt, oh Mann, ist die schlecht. Aber vielleicht fällt einer auf mich rein. Also so dachte ich nicht. Ja, und dann hat sich einer gemeldet, ein guter Bekannter aus Berlin, hat er mir die Chance gegeben, komm mal nach Berlin. Aber nicht um zu rappen, sondern ich brauche dich für meine Bühnenshow. Ich brauch dich. War das ein bekanntes Label? Das war Horrorcore Entertainment, damals MC Buster. Und der hat zu mir gesagt, ey, ich habe zwar noch nichts von dir gehört, aber ich habe dein Bild gesehen, du siehst so krass aus. Und ich bräuchte einen für meine Bühnenshow, der mich mit einem Lederanzug und einer Axt mit einem Sarg auf die Bühne trägt. Und kein Problem. Und dann dachte ich mir so, mach ich erstmal, alles klar, kein Problem. Wenn du willst, ich trage dich überall hin, aber lass mich in dieses Entertainment-Business rein. Und dann waren wir einmal im Studio und ich habe gesagt, lass mich mal an dieses Mikrofon. Da hat er meine Stimme gehört und gesagt, ah, du kannst ja rappen, deine Stimme ist voluminös, die ist ja breit. Und ich sagte, ja, deswegen bin ich hier. Nicht für deine Bühnenshow, sondern zum Rappen. Und dann habe ich ihn irgendwann dazu gebracht, nach ein paar Monaten, ich bin immer hin und her gefahren. Nach Berlin, ich bin glaube ich in der Woche. Von Grenze Frankreich nach Berlin. Immer, innerhalb von einer Woche 3-4 Mal hoch, runter, weil ich auch meine Familie unten hatte. Und dann irgendwann hat er mir die Chance gegeben, mir ein paar Beats auszusuchen. Und dann hat mir mein Freund, also ein Kumpel, Vorok, hat mir dann einen Beatordner gezeigt, der 6 Jahre alt ist, weil diese Beats du im Paket für 100 Euro bekommst. 10 Beats, 100 Euro mäßig so. Und da war Ghetto-Lied Beat dabei. Ghetto-Lied? Ja. Da habe ich gesagt, bitte gib mir diesen Beat. Da habe ich gesagt, nein, der ist so schlecht. Selbst der ist noch zu schlecht, dass ich ihn dir gebe für 10 Euro. Da habe ich gesagt, bitte gib ihn mir. Ich mache was draus. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe mathematisch diesen Beat auseinandergenommen. Und dann habe ich noch einen anderen Beat auseinandergenommen. Dann wusste ich, ich habe jetzt gerade 3 Hits da liegen. Obwohl ich gar nicht rappen kann, habe ich mich aber so krass damit befasst, dass ich alles aus mir rausgeholt habe. Und dann sind gleich, die ersten 3 Songs waren gleich 3 Hits. Hier kommt M-A-S-S-I-V, massiv. Das war der erste Song. Und dann kam ein Ding. Ihr wollt ein Ghetto-Lied auf ein Ghetto-Beat. Kommt nach Wedding, dann wisst ihr wohl das Ghetto-Lied. Zack, da hatte ich schon 2 Hits von 3 Songs. Und der dritte Song war, wer will Krieg, komm, Blut gegen Blut, komm, Messer aus der Tasche, Schlägereien, bis das Blut kommt. Natürlich sehr, sehr harte Mucke damals. Sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr epochal und sehr, sehr breit. Aber ich habe das gefühlt. Und es gab es nicht. Ich schwör's dir, wo du mir das erzählt hast, ich fühle das gerade auch so. Dein Kampf, dein Ehrgeiz, mega stark. Und ich hoffe, die Leute vor der Cam oder zu Hause fühlen das auch gerade krass. Ja, also damals wusste ich ganz genau, diese Art von Musik gibt es nicht. In der Verpackung mit mir. Gibt's nicht. Deswegen war der Markt vorbestimmt, dass ich jetzt in diesen Markt reingehe. Der Markt hat auf dich gewartet. Ich wusste, ich werde jetzt meinen Platz einnehmen. Das war zu 100% klar für mich. Mathematik pur. Und dann bin ich meinen Weg gegangen. Dann hast du ja gesehen, weißt du, wie es ist, es tut mir leid, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, Black Gun Barretta, das. Also ich habe ja gerade im Auto gesagt, weil ich habe ein Lieblingsline von dir ist. Ja, ne? Du bist auf dem Laufenden, Bruder. Ja, Mann, sehr also ich habe ja auch eine, du musst ja auch so sehen, Bruder. Das darf man ja nicht vergessen. Vorher war Deutschrap sehr, 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 sehr deutsch. Sehr, sehr, Streetrap, Kanackenrap, selbst das war so wohnzimmertauglich für die Deutschen. Und dann kam ich so fast mit sehr, sehr, sehr harten arabischen Wörtern. Mashallah, Inshallah, Habibi, Mahmoud. Selbst im Studio sagen die, warum sagst du Mahmoud, ich gebe die Hälfte an dich ab. Sag ich, ja, weil das ist mein Freund, das ist authentisch. Nee, hast du keinen deutschen Freund? Aber ich sag, nein, das bin ich. Und so ziehe ich das durch. Und danach, fing es erst an, dass die Leute sich getraut haben, aus sich rauszugehen und arabische Rhythmen, arabische Vokabels mit rein einzubinden in ihre Texte. Von da, wo du kommst, wer du bist,
Vorher war das eher so ein bisschen wohnzimmertauglich, mal so hier oder da, aber richtig zu sagen, so ist ja auch eigentlich Rap, das ist ja auch eigentlich Hip-Hop. So, du sollst deine Schmerzen, ja, mit deiner Wurzeln, wo du herkommst, als Sprachrohr nutzen. Genau. Ja. Musst du ans Fleisch nehmen? Ich muss einmal gucken. Geh mal kurz, weil ich merke schon, du zitterst vor dir. Wow, guck dir mal dieses Fleisch an. Das sieht Wahnsinn, Charo, guter Herz. So, wir machen jetzt einmal nur hier Gemüse hier drumherum. Der Otto, der erreicht eine Hitze von 900 Grad. Der hat jetzt die Kruste richtig schön karamellisiert. Genau. Ja, richtig schön Kruste ist da drauf. Aber von innen ist noch nicht durch. Deswegen schieben wir das jetzt nochmals für eine halbe Stunde bis 40 Minuten bei 150, 160 Grad in den Ofen rein. Okay, super. Tamam? Tamam. Der Ofen ist auch schon ready, meine Freunde. Der Ofen ist auch schon ready. Also Charo denkt an alles. Er isst nicht ohne. Und wir sehen uns gleich in einer halben Stunde. Wo waren wir gerade kurz stehen geblieben? Mashallah, Inshallah, Mahmoud. Alhamdulillah, Mahmoud. Und bei Mahmoud war, wie ich dir gerade gesagt habe, hast du keinen deutschen Freund? Das ist jetzt zu viel Arabisch. Aber ich sage, nein, das bin ich. Das bin ich. Und ehrlich, keiner steht dazu, von wo er wirklich kommt, mit breiter Brust. Zu dem Zeitpunkt? Ich kam wirklich mit dieser richtigen Fahne, Stolz, Ehre, von wo bin ich, von wo komme ich und wo will ich hin. Kommt alle. Und das war zum ersten Mal auch eine riesige Welle für die Menschen, die sich damit identifizieren können. So. Die haben gesagt so, wow, ich pumpe zum ersten Mal einer, der aus meiner Seele spricht. Nicht nur geile Mucke, sondern der Typ ist auch echt. Und darum ging es mir, diese Leute zu catchen. Nach mir wollte jeder Türsteher anfangen zu rappen. Gab's vorher nicht. Also jeder über 100 Kilo wollte auf einmal auf der Bühne stehen. So. Also nicht nur zum Bodybuilden, sondern mit Mikrofon. Mit Mike, ja. Jeder wollte. Und dann ging erst die ganze Schlacht los. Und ich sage dir, jetzt gibt's einen ganz wichtigen Punkt, Bruder Herz. Bitte, jetzt kommt's. Ich schwöre dir auf meine Mutter und alles, was mir heilig ist. Ja. Wenn ich etwas geschrieben habe, Wallah, ich habe es dann auch so gemeint. Das bedeutet, ich stehe und stand komplett dahinter. Wenn einer gekommen wäre und er will mich testen, dann war ich da. Und wenn etwas war, dann bin ich hingegangen. Und wenn etwas passiert ist, dann sind die gekommen und ich war da. Wallah, ich war da. Ohne links und ohne rechts. Und Wallah bil Quran, um den ganzen Hip-Hop mal komplett auseinanderzunehmen, bis heute, Wallah, bis heute vermisse ich das an den ganzen Rappern. Statements, Antworten, Statements, 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 Dosis. Kein Bock. Es ist nur noch Entertainment. Aber ich stand Wallah zu 100% hinter meinem Wort und vor meinem Wort. Und deswegen habe ich den Slogan genannt, ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Blut gegen Blut. Das war mein Leben, das war ich. Wäre einer gekommen, um mich zu testen, hätte er auf jeden Fall eine Antwort bekommen, ohne dass ich zum Telefon greife, von mir. Mhm. Und das vermisse ich heutzutage. Ja, Mann. Ich, Wallah, ich vermisse das. Was kannst du, okay, wenn du das vermisst, was kannst du denn diesen Nachwuchs-Rappern so mitgeben? Nein, ich will das jetzt auch nicht als positiv erklären. Ich will nur damit erklären, so, du warst ist so dieser Künstler echt? Ist er das? Bis zu einem gewissen Punkt will ich das fühlen. Mhm. Ich hab das komplette Paket gegeben und die Leute konnten das fühlen. Und ich habe es auch gelebt. Das war ich. Ja. Ich will das aber auch nicht gut reden, aber ich finde, dass dann diese ganze Rumeierei und das ganze Rumgehample heutzutage so, lass doch einfach sein. Ja, Mann, ja, Mann. Lass dein Statement, lass dein Ding, mach einfach Musik. Ich freue mich doch, soll jeder einfach Musik machen. Aber wenn etwa, wenn einer sich an mich erinnert, dann soll er sich an diese guten Songs erinnern, an diese Welle, die ich ausgelöst habe, weil danach war es dann normal, dass man Jargonsprache rappt. Und an den Typen erinnern, der wirklich es wissen wollte. Warum bin ich nach Berlin gegangen? Um mich mit dem Besten anzulegen, nicht um mit dem Besten zu spielen. Ich wusste, dass es dort brennt. Ich wusste, dass dort gestochen wird. Ich wusste, dass dort geschossen wird. Ich bin mit breiter Brust nach Berlin gegangen. Ich bin aus jeder U-Bahn, die ich ausgestiegen bin, wusste ich, jetzt gleich kann es knallen. Ah, krass, okay. Und selbst, wo ich bei Sony einen Deal unterschrieben habe, bin ich trotzdem in die scheiß U-Bahn rein und habe mich den Hatern gestellt, weil ich das einfach alles wissen wollte. Ich wollte wissen, wie weit kann das gehen, dass ich meine Kunst noch größer mache. Ich will beweisen, dass ich der bin, weil ich stehe zu meiner Kunst. Natürlich, irgendwann wird man reifer, wird man älter und so. Dann sagt man sich so, komm,
Muss nicht sein, wie heute zum Beispiel. Also, wenn ich was mache, dann richtig. Seit 7 Jahren mache ich keine Fäkalsprache, ich benutze keine Schimpfwörter, ich mache wirklich sehr positive Songs mit Message, mit Motivation für die Kids. Weil ich will, wenn man ein Bild mit mir macht, im Kaufland, wo die Mama nebendran steht und eventuell dann nach Hause geht, googelt, dass sie nicht diese ganze dreckige Art von mir sieht, die ich damals fabriziert habe, was aber zu mir gehört. Und es macht mich jetzt nicht stolz, aber das war ich. Es zeichnet sich aus. Das gehört zu meinem Leben dazu. Ja. Und ich stehe dazu. Ich will, dass sie auch mal googelt, ich gehe mit einer Oma einkaufen. Er geht mit Omis einkaufen, mit einer 88-jährigen Oma, mit einer deutschen Oma, keinen arabischen Stammbaum, die einfach Hilfe braucht. Und dafür bin ich dann da und dafür stehe ich. Stimmt. Und die Leute fragen sich immer, warum zeigt er das im Internet? Warum er, seit 3 Jahren zeigt er jeden Samstag oder jeden Mittwoch, dass er mit ihr zum Tierarzt geht oder mit ihr zur Bio-Company geht, mit ihr einkauft. Warum zeigt er das? Dann denke ich mir so, ich muss das zeigen. Weil so ein Typ wie ich, massiv, AKA-lativ, mit dem Zahnstocher, komplett tätowiert, kaputter Typ, äußerlich, geht mit einer süßen deutschen Omi einkaufen, weil sie Hilfe braucht. Ja, Mann. Ich küsse dein Herz, ehrlich. Für diese Wohltat küsse ich dein Herz. Genau, aber die brauchen Hilfe. Weil, ich sag dir ganz ehrlich, Freunden zu helfen, Familie zu helfen, deinem eigenen Blut zu helfen, ist selbstverständlich. Also komm, laber mal keinen Scheiß. Darüber brauchen wir nicht reden. Laber keine Scheiße, das ist selbstverständlich. Erzähl mir nichts davon, oh, ich helfe meinem Bruder, ich helfe das. Das ist selbstverständlich, das liegt in der Natur des Menschen. Aber helf mal deinen Mitmenschen. Nur dafür bekommst du Hasanat, mein Freund. Absolut, absolut. Also, ich bitte dich, Jani, erzähl mir nicht was. Also so, weil im Internet gibt es viel Dreck. Viele Leute schreiben mich an, warum zeigst du wieder mit der Oma? Ich mach das für extra, Bruder. Ich will, dass die sehen, der Araber geht mit einer deutschen Oma einkaufen. Und immer wieder, wenn wir an der Kasse stehen und sie ihren PIN eingibt, nachdem ich alles einlade, drehe ich mich um, dass alle Leute nicht denken, ich bin hier, um sie abzuziehen. Und immer wieder finde ich Menschen, die wirklich dann sagen, so, gehört er zu ihnen? Und die Oma sagt dann voll stolz, ja, er gehört zu mir. Und das bedeutet mir was. Das ist aber schon mies, wenn diese anderen sagen, hey, gehört der wirklich zu Ihnen? Ist er nicht die Kassiererin, ja. Aber es liegt ja auch in der Natur des Menschen. So. Man hat so einen Beschützerinstinkt und denkt sich so, oh, was will denn dieser Kenneck mit dieser kleinen süßen Omi? Ja, im ersten Fall denkt man wirklich, du musst es einfach so. Und das, kannst du, das ist einfach dieser Beschützerinstinkt. Und das kannst du einem Menschen nicht wegnehmen. Und ich nehme es dir Kassiererin nicht übel. Aber ich freue mich. Du überzeugst sie eines Besseren. Das ist auch Menschen, die so ein Erscheinungsbild haben wie du. Sag ich mal, die auch einen guten Kern haben. Genau. Ja, genau. Vorgestern war ich einkaufen, weil verlängertes Wochenende war. Es war Feiertag. Die Omi geht jetzt gar nicht mehr mit mir einkaufen, weil sie sagt, Wasim, kannst du selbst gehen, weil ich will nicht mehr diese Maske anziehen. Diese arme Oma hat alles verloren in ihrem Leben. Ah, okay. Ich sag zu ihr, natürlich, das tut mir auch leid. Ich gehe in diesen Markt, auf einmal kam die Kassiererin zu mir. Wo ist ich schwöre dir, Wallah. Die sagt, wo ist die Frau? Sag ich so und so, 1, 2, 3. Auf einmal sagt sie zu mir, weißt du was, meine Mama, die hat Krebs im Endstadium und sie bräuchte auch einen, der für sie einkauft. Da habe ich zu ihr gesagt, um Gottes Willen, also ich versuche zu helfen, wo ich kann, aber ich bin auch gebunden. Was hat sie denn? Wo braucht sie denn Hilfe? Ja, aber erstmal musst du mir sagen, wie viel zahlt man dir pro Stunde? Die dachte, ich arbeite für die Oma und sie zahlt mich. Ja. Um Gottes Willen, ich zahle sogar ihr Essen an der Kasse. Weißt du, was ich meine? Also jetzt kommt das schon so, was aber auch positiv ist. Die denkt halt so, guck mal, dem kann man vertrauen, der kommt seit 3 Jahren jede Woche. Ja, sehr stark, ehrlich, sehr, sehr stark. Ich würde vorschlagen, wir schauen einmal kurz nach dem Fleisch und dann habe ich noch ein Thema, was ich gerne mit dir ansprechen möchte. Yes, mein Bruder. Alles, was du willst, mein Bruder. Wow. Ich würde vorschlagen, so wie das aussieht, meine Nase, meine Augen, ich gucke einmal auf die Uhr, 5 Minuten. Zahnstocher ist bereit. Zahnstocher ist bereit, die Zähne sind geschliffen. Yes. Habe ich 4 Blocks. Zahnstocher ist bereit, sage ich, Bruder. Latif ist ready. Ja, Latif. Nicht mehr massiv, jetzt relativ. Relativ. Habibi, 4 Blocks. Ja. Wo du angeschrieben wurdest, ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist, Casting und so weiter und so fort. Hast du jemals damit gerechnet, dass das so einschlägt, die Serie? Die ist ja wirklich Wahnsinn. Deutschland krass eingeschlagen, auch über die Grenzen hinaus wird die Serie geguckt. Hast du damit gerechnet? Ich muss ehrlich sagen, ich saß mit Kida und dem Produzenten, saßen wir mit Ashraf zusammen beim Brandos, bei seinem Café. Und dann haben wir so Brainstorming gemacht. Was, wie, wenn, dann richtig. Und dann haben wir uns wirklich geschworen, wenn die Drehbücher kommen,
dass man die auch wirklich durchgeht. Zum Beispiel, in Neukölln steigt einer aus dem Auto mit einem Stromschocker. Irgendein Hassan. Hm. Gibt's nicht. Wenn er aussteigt, dann mit so einem Messer ja, genau, richtig. Oder mit Schlappen in der Hand. Nee. Das muss man natürlich alles mit einbringen. Hm. Und du musst anstatt, hey Bruder, wo warst du denn heute? Geht es dir nicht gut? Sowas musst du natürlich irgendwie formulieren mit Schwischback. Ja, nice. Ja, ja, ja. Schumalak. Ja. So, also natürlich, diese Kombination mit unserer Arbeit und dem Produzenten ist natürlich dieses Authentische. Hätte man das nicht zugelassen, dann wären wir ein bisschen abgerutscht am Thema. Weil wenn du sowas machst in Berlin und du die Connection hast, dass du mitten in Neukölln bei den Menschen drehen kannst, am Puls der Zeit, bei den Arabern zu Hause, in den Geschäften von den Arabern, dann musst du das auch richtig nutzen, anstatt nur die halbe Miete einzufahren. Das bedeutet, alle müssen 100% geben. Und ich schwöre dir auf alles, am Set, wenn du in einen Raum reingehst und der Kida dann sagt, ey, eigentlich, wenn man in so ein Haus reingeht, muss man die Schuhe ausziehen. Alles klar, machen wir. Man hat auf alles geachtet. Wie, was, wo. Weil, stell dir vor, in Stuttgart, in einem Shisha-Laden sitzen die Kinder, Hassan und Hussein, jetzt zum Beispiel, und sagen so, ey, guck mal, die gehen einfach zu einem Asa nach Hause und ziehen nicht ihre Schuhe aus. Mhm. Also, weißt du, also, diese ganzen Punkte haben wir alle beachtet. Und natürlich ist ein bisschen Fiktion dabei, das oder das. Aber Schießen, Stechen, das ist Berlin. Es gibt's in Berlin. Mhm. Natürlich, die Leute sagen, warum macht ihr das jetzt? Treibt ihr die Jugend dazu an, nochmal Drogen zu ticken und verherrlicht das alles? Dann sage ich mir, du gehst ins Kino, guckst dir Rambo an, wie er 30 Kehlen durchschlachtet. Wie der Afghanistan auseinander nimmt. Ich schwöre dir, der steht am roten Teppich, ihr macht alle. Hey Silvester, komm mal her, lass mal Selfie machen. Und bei uns sagt ihr, warum verherrlicht ihr das für die Jugend? Also wie heuchlerisch muss man sein, wenn man mit seiner Frau im Kino Godfellas guckt und rauskommt und klatscht und Espresso danach trinkt beim Italiener. Mhm. Aber bei uns dann sagen, warum muss das sein? Und die Schaulma-Rolle wird nicht mehr bestellt, ne? Ja, weil die ersten Interviews, die ich für Blogs hatte, danach mit diesen ganzen Fachzeitschriften, TV-Movie und was weiß ich was, wie die ganzen Zeitschriften heißen, war, also das war auch kurz vor der Berlinale, wo man noch nicht wusste, in welche Richtung das alles geht, war wirklich so negativ. Wirklich so, muss das sein? Warum? Ihr verderbt doch die Jugend. Neukölln, arabische Clan-Kriminalität wird nochmal unterstrichen. Das polarisiert ja negativ und für die Jugend. Da dachte ich mir nur immer, wie heuchlerisch muss man sein? Entertainment wird mitgenommen. Kinokassen werden gefüllt. Die Leute gucken sich Actionfilme an, irische Mafia-Filme. Ich würde dich ganz kurz unterbrechen. Ja? Also ich verstehe deinen Gedankengang, ja, dass man Rambo da nicht diese kritischen Fragen gestellt hat, warum da Afghanistan auseinandergenommen wird. Und, nee, weil es da ja Fiktion ist und angenommen wird. Es ist einfach Show. Aber, genau, aber jetzt ganz kurz. So, findest du nicht, dass die Serie 4 Blocks so viele Jugendliche dazu polarisiert hat, auch vielleicht so im Milieu abzutauchen oder sich mal so im Milieu umzuschauen? Gute Frage, Bruder. Damals, als ich Menace to Society geschaut habe oder Blood in, Blood Out, als ich Blood in, Blood Out zum Beispiel geschaut habe, war ich auch sehr fasziniert von dem Lifestyle. Hab den Knopf oben aufgelassen, hab mir vom C&A alte Herrenhosen gekauft und eventuell die Strümpfe in die Socken gesteckt, halt diesen Lifestyle auch nachzuleben. Es stimmt. Ja, es stimmt. Aber es hat was mit Erziehung zu tun. Dein Kind kann Marilyn Manson hören, kann meinetwegen Blut gegen Blut hören von Massiv und kann Rambo gucken, wie er Afghanistan auseinandernimmt. Aber letztendlich kommt es auf die Erziehung an, wie das Kind tickt und das aufnimmt. Also du kannst mir auch nicht erzählen, dass jeder, der ein Ballerspiel spielt, Amok läuft. Nee. Es ist einfach so, dass es mit Erziehung und der eigenen Psyche zu tun hat. Und ich kann jetzt nicht eine Disney-Karikatur zeichnen und das den Menschen zeigen und damit einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man muss ja auch die Leute ein bisschen entertainen. Und wenn das in der Natur liegt, dass man sowas macht, weil es zu uns passt, dann ist das das einzige Genre, was wir bedienen können. So. Also ich könnte mir nicht vorstellen, irgendeine Rolle einzutauchen. Ich habe jetzt ganz viele Angebote bekommen und dann denke ich mir, Alter, was ist das für ein Scheiß? Also mir geht es gar nicht ums Geld. Also ich will Schauspieler sein, ich will Schauspieler werden und ich plane, aber du siehst dich nicht in dieser Rolle. Ich plane sehr viele Projekte, aber wo willst du denn überhaupt in Deutschland mitspielen? Was willst du denn machen als Kanake? Willst du bei GZSZ Ding vom Mauerhaus, willst du Schutzgeld nehmen? Also das ist mein Traum. Da bist du ja bei GZSZ einfach mitzumachen mit Joe Gerner. Ja, mit Joe Gerner auf jeden Fall. Seine rechte Hand sein und ein bisschen Geld eintreiben ist geil. Aber das erste Mal, wo wir so die
die Plattform hatten, uns selbst zu spielen. Guck mal, Robert De Niro hat sehr viele Gelegenheiten, das zu spielen, wie er gerne sein will. Diese Chancen habe ich zum Beispiel hier in Deutschland nicht. Deswegen muss ich selbst meine Serie machen. Wir sind am Schreiben. Blut gegen Blut wird die heißen. Und die wird sehr, sehr authentisch, echt und traurig. Weil ich will den Leuten einfach etwas mitgeben. Mhm. Und jetzt momentan bin ich wirtschaftlich so unabhängig von irgendwas. Ich kann mir wirklich alles leisten. Und ich erfülle mir selbst diesen Wunsch, das auf die Beine zu stellen mit auch großen Firmen. Und wir werden das sehr, sehr schön machen. Und ihr könnt euch echt auf was gefasst machen. Also du bist gerade, so wie ich dich jetzt verstanden habe und die Leute auch, du bist gerade dabei, deine eigene Serie zu machen, Blut gegen Blut. So Blut gegen Blut, das ist der Plan. Mega. Der steht und sobald wir es fertig geschrieben haben, checken wir, mit wem wir das machen. Mhm. Und wir haben schon super Kontakte in die Szene. Wow. Also ich denke auch, dass wir das dann dick machen, groß machen und ich hoffe, den Puls der Zeit treffen und das so groß wie möglich unterstreichen. Ja, Mann, also meine Community und ich, wir wünschen dir alles Gute dabei. Und ich Filmpremiere mit der Schürze, Bruder. Hallo, Salah, ich bin dabei. Ich mache das Catering. Ich hoffe. Hallo, Salah. So, ich schaue jetzt noch einmal nach dem Fleisch. Ich lasse das jetzt noch ein, zwei Minuten ziehen. Aber wenn ich das schöne Stück Fleisch hier so vor, wenn ich das schöne Stück Fleisch hier so vor mich habe, kommt mir gerade in den Kopf, Thema Fleisch wird jetzt demnächst auch eine große Rolle bei dir spielen. Ja. Du machst einen Dönerladen auf. Ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Also, wohl. Nachdem ich von vielen gehört habe, Wasim, bitte, machst du jetzt auch Tabak? Habe ich gesagt, ja, aber Tabak hast du auch noch. Ja, da habe ich gesagt, ja, aber ich mache es richtig. Ja, wie richtig? Das machen doch schon so viele. Habe ich gesagt, ich mache es richtig, richtig. Ja. Habe mal kurz die Zähne auseinandergenommen. Mhm. Ich habe wirklich, wir sind rekordverdächtig mit unseren Zahlen. Da kommt auch gar keiner hinterher und der Zweitplatzierte ist sozusagen ganz weit weg. Mhm. Also Almasiva Tobacco hat alles auseinandergenommen. Die Shishas von Moos, auch alles auseinandergenommen. Die gehören auch zu dir, Moos Shisha? Ja. Deluxe. Mit den Moos-Brüdern machen wir das zusammen. Mhm. Schöne Designs, ich schicke dir auch mal gerne eine zu. Sehr gerne. Schöne Designs, sehr dezent, sehr qualitativ, sehr, sehr stark. Und nachdem ich das gemacht habe und alles funktioniert, habe ich mir gedacht, was könnte ich noch machen? Ich hab Cafés, alles schön und gut und so, alles läuft. Aber was kann ich machen, was es noch nicht gibt, wo aber mein Herz drin steckt? Aber ey, Döner gibt's doch überall. Okay, du sagst, Döner gibt es überall. Jetzt sage ich dir was. Ja, bitte. McDonald's, Subway, Nordsee, Burger King. Okay, jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Du gehst in Bochum, in München, an irgendeine Autobahnraststätte raus, bestellst dir ein Big Mac, okay. Mhm. Der schmeckt eigentlich überall gleich, wenn er frisch absolut ist. Absolut richtig. Okay, ja. Um das geht's ja. Du gehst, du weißt, was du bekommst. Aber wenn ich außerhalb von Berlin bin, es tut mir leid, aber natürlich, wenn du ein paar Insiders hast, gibt's hier oder da einen guten Döner. Alles klar, gebe ich zu. Aber auf Masse getrimmt, es gibt kein Döner-Franchise. Das bedeutet, wenn du nach Bochum gehst, wenn du einen Babas Döner siehst, wenn du nach Frankfurt gehst, einen Babas Döner siehst, dann sagst du dir, da weiß ich, was ich bekomme. Ich will unbedingt einen Döner essen. Menü Nummer 2. Döner ist Fastfood Nummer 1 in Deutschland. Absolut. Es gibt kein Franchise. Da würde ich gerne kurz widersprechen. Ich weiß, du hast vorhin schon angesetzt im Auto, habe ich auch was dazu gelernt. Aber ich sage dir, auf diesem Level, wie ich es mache, mit dem Löwen, mit den Verpackungen und mit dem amerikanischen Instinkt für die Liebe zum Detail, wird es keiner machen. Das kannst du mir glauben. Hast du an der Werbung gesehen? Habe ich an der Werbung gesehen. Der Trailer ist brutal. Dein Logo gefällt mir auch sehr stark. Ja, ist was Außergewöhnliches, ist nicht dieses Klassische, was man sonst immer so kennt. Hat einen Cartoon-Style, Looney Tunes-mäßig. Ja, genau. So. Ja. Und Babas Döner. Ja. Richtig. Wann eröffnest du? 15.5. Am 3. Bayramtag. 15.5. 15.5. Aber am 14. haben wir doch einen Termin. Du kommst doch. Ja, du kommst ihn doch testen. Ja. Einen Tag später machen wir auf. Du machst extra für uns auf. Ich mach für dich auf, Bruder. Yes, Mann. Geil. Alter, dass ich das mal erleben darf in meinem Leben, dass ein Dönerladen extra für mich aufmacht. Mega stark. Danke. Also, was erwartet den Leuten? Die besten Soßen, das beste Fleisch. In allen Variationen. Wir machen auch vegetarisch. Wir machen einfach alles, was dein Herz begehrt, was mit Döner zu tun hat. Aber made in Berlin mit Unterschrift von Massiv. Da, Mann. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wenn ich jetzt zwei, drei Sätze zurückgehe, du eröffnest in Frankfurt und so wie ich das angehört habe, willst du auch Franchise machen?
Der Plan ist, warum in Frankfurt? Das ist das Herz von Deutschland. Mhm. Das ist genau in der Mitte. Eine gute Zentrale, um alles zu lagern und dann zu streuen. Mhm. Danach gehen wir bestimmt nach Köln, nach Hamburg, München und dann machen wir Flagship Store in Berlin. Mhm. Schön groß und dann gehen wir ins Franchise. Okay, weil ich denke, Babas Döner macht dein Leben schöner. Weißt du? Und die Kids werden sich freuen, die werden sich auch mal, anstatt ein Kids-Menü bei McDonald's zu holen, holen sie sich ein Kids-Menü bei Babas Döner. Ich denke, das ist die Zukunft, so ein kleiner Mini-Döner, wo die Kinder dann auch mal reinbeißen, anstatt so ein Stückchen von ihrem Vater zu bekommen. Ja. Da habe ich oft beobachtet. Ich auch. Okay, ich kann das. Dann patentiere ich auch dieses kleine Dönerstückchen. Ja, ist wirklich so. Also wenn ich mit meinen Kindern rausgehe und ich bestelle einen Döner, dann kriegen die entweder einen Pommes-Döner, was sie meistens nicht aufschaffen, oder ich... Natürlich, ja. Ja, stark. Und wie gesagt, ich komme dich in Schala besuchen. In Schala. Natürlich mit Tristan und Flo. Wir werden richtig erstmal deinen Laden unter die Lupe nehmen. Super, freut mich, ist mir eine Ehre. Ja. Ganz besonders bin ich auf das Fleisch und die Soßen gespannt. Und diesen Vlog könnt ihr sehen am 19.05. Okay, super. Aber bevor wir jetzt anschneiden, wo ist denn die Baklava? Oh mein Gott, schau. Diese Baklava Bulbul habe ich mir sagen lassen. So heißt die Sorte oder die Art. Die habe ich heute... Oder jetzt, heute ist Mittwoch, ja, wir haben es vorgedreht. Die habe ich heute extra mitgebacken für dich. Du hast die gemacht? Ja, ehrlich. Ich habe mit angepackt. So, sagen wir mal. Unglaublich. Kann man sagen, ich habe die gemacht? Ja. Ja? Unglaublich. So. Charo. Erst Fleisch, dann Baklava? Erst Fleisch, dann Baklava. Wenn nicht, dann passt nichts mehr. So, das wollten wir einmal nur hier rein. So, dann brauchen wir das Messer. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, schaut euch bitte unbedingt den Vlog an. Ich hoffe. Ach, durch. Mashallah. Wow. Mashallah. Mashallah. Hast du noch was auf dem Herzen, was du ansprechen willst? Nee, alles gut. Ich dachte nur, es ist heiß. Nein. Es war mir eine Ehre, hier zu sein, Bruder. Ich habe dich schon sehr, sehr lange im Auge, immer beobachtet. Du machst das super, du machst das grandios, fast schon. Nein, was heißt fast schon? Ich unterstreiche einzigartig. Danke, Habibi. Es gibt keinen in deinem Genre, der das so krass verpackt wie du. Und ich glaube, dein Weg ist ein schöner Weg und den werde ich immer im Auge haben. Ich danke dir für diese lieben Worte. Wirklich, viel, viel lieben Dank, Habibi. Das bedeutet mir auch viel, wirklich. Also ich freue mich wirklich. Ich komme, dass ich auch noch Habibi, ich küsse dein Herz. Habibi. Bester Manola. Habibi, ich küsse dein Herz. So. Und jetzt kriegst du ja ein richtig schönes butterzartes Stück Fleisch von mir. Bismillah, Rahman, Rahim. Bismillah und rein damit. Bismillah. Leute, ihr müsst das eigentlich probieren, aber es ist nicht möglich. Das ist da war jetzt kein Salz, kein Pfeffer drauf, ne? Gib mal Salz her. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Ja. Diese Qualität vom Fleisch, unnormal. Ja. Ehrlich, unnormal. Probier mal die Brokkoli, Bruder, die ich geschnitten habe. Ich hab so ein schönes Stück Fleisch. Den ganzen Tag nicht gegessen. Sagst du mir, probier Brokkoli? Ich will dir. Ich weiß auch nicht warum, aber. So, crunchy. 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 Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt nochmal in die Kommentare reinschreiben, was euch am meisten interessiert hat hier in der Folge. Darüber würde ich mich viel freuen. Und du, Massiv, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Abonniert den Channel. Ja, Mann. Abonniert den Channel. Tut mir den Gefallen und abonniert seinen Channel. Und schickt ihm Salz aus Malaysia, denn er hat wieder was vor. Das war so super mit dir. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis nächste Woche. Assalamu alaikum. Bye, bye. Damen und Herren, das war Charo. Masi.